Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, mich umzubringen. Gründe dafür gab es reichlich. Dabei fing alles ganz harmlos an, als Hilde meine Frau bei einem Kurs über lesbisches Obertonsingen Christel kennengelernt hatte. Es machte mir nichts aus, in der Badewanne zu schlafen, wenn Christel mal über Nacht bei Hilde blieb. Nur einmal, als sie im Wohnzimmer zugange waren, den Couchtisch umgeschmissen hatten und sich in den Salzstangen rumwälzten, hatte ich gesagt, muss das denn nun sein, Kinder, die ganzen Krümel auf der teuren Auslegeware, ich hab doch gerade erst gesaugt. Hilde flippte gleich aus und schrie, musst du mir denn immer alles kaputt machen? Und Christel hatte in Pinkfarbe scheiß Macho auf den Teppichboden gesprüht, war dann aus dem Hause gerannt und Gott sei Dank auch nicht mehr wiedergekommen. Danach hatten Hilde und ich es noch einmal bei Heinz, einem befreundeten Psychologen, mit einer Paartherapie versucht. Schon nach dem zweiten Gespräch hatte Hilde mich verlassen, unser gemeinsames Festgeldkonto geplündert und war bei Heinz eingezogen. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Ich verlor erst meine Arbeit, die Wohnung wurde mir gekündigt, ich bekam erhöhten Blutzucker und wurde außerdem noch von einer Horde Jugendlicher zusammengeschlagen. Aber nicht, weil sie mich für einen Ausländer hielten, sondern weil sie wegen meiner Brille dachten, ich hätte Abitur. Ich meinte sogar, obwohl es dunkel war, Eugen, den Freund meiner Tochter Bärbel, erkannt zu haben. Als ich nach dem Überfall blutend in meine Wohnung kroch, fand ich dann auch noch Hildes Telegramm. Bin mit Heinz in Alaska, schick mir meine warmen Sachen. Ich war völlig fertig. Ich wollte und konnte nicht ohne Hilde leben. Immerhin kam es mir jetzt zugute, dass ich erst vor kurzem in einer Männer-Selbsterfahrungsgruppe weinen gelernt hatte. Ich starrte in den Spiegel, stumm und tränenblind, bis ich meine Insulinspritze im Waschbecken liegen sah. Das war die Lösung. Ich würde irgendein Gift zusammenmixen, mir einen Schuss setzen und einfach explodieren. Ich füllte die Spritze zu gleichen Teilen mit Altöl, Batteriesäure und einem dritten Substrat, dessen Namen ich niemals preisgeben werde, setzte mich in die Badewanne, ließ den Camcorder mitlaufen, um meinen Freitod für die Nachwelt festzuhalten. Dann suchte ich mir eine schöne Vene aus. Und kaum hatte ich die Nadel drin, ging es auch schon los. Ich hörte das Blut in meinen Adern vor Hitze zischen. Das Wasser fing an zu brodeln, als wenn jemand einen Tauchsieder in die Wanne geschmissen hätte. Und dann hatte ich diese plötzliche Erektion. Und zwar so gewaltig und schmerzhaft, dass ich brüllend und zusammengekrümmt über den Wannenrand auf die Fliesen krachte. Seit 10 Jahren hatte ich keine Erektion mehr gehabt. Im Grunde war ich froh gewesen, mit diesem Schweinkram nichts mehr zu tun zu haben. Und nun sowas. Als die Schmerzen nachließen, sah ich wieder in den Spiegel. Aber da war nichts. Ich war verschwunden. Unsichtbar. Anstatt nun in Panik zu geraten, spürte ich ein nie gekanntes Gefühl des Triumphes und der Allmacht in mir anschwellen. Ich war Gott. Man würde die Bibel umschreiben müssen. Instinktiv griff ich nach dem Abflussreiniger, schüttete mir etwas davon in den Rachen und sah im Spiegel, wie das Pulver mit sanftem Brausen durch die Speiseröhre in den Magen rieselte. Wie auf einem Röntgenschirm wurde ich von innen her nach und nach wieder sichtbar. Zuerst kamen die festeren Teile, Knochen, Herzschrittmacher, Magengeschwüre und so weiter. Und gleich würden mein harter, strahlender Blick und mein Siegerlächeln im Spiegel erscheinen. Aber was ich dann sah, war doch nur wieder meine alte, betreten glotzende Woody Allen-Fresse. Mir wurde übel und ich bekam wieder einen Beinkrampf. Ich spielte das Video ab. Ich hatte nicht geträumt. Ich sah mich, die Augen verquollen, mit der Spritze fuchtelnd in der Wanne sitzen und hörte mich mit weinerlicher Stimme sagen, Hilde, ich verzeihe dir. Ich packte die Wut. Gar nichts würde ich dieser Schlampe verzeihen. Von wegen schickt mir meine warmen Sachen. Was ganz Heißes würde ich ihr schicken, nämlich eine Videokopie meiner Jahrhundertdirektion. Die sollte sie sich meinetwegen mit Heinz zusammen reinziehen.
Jetzt sah ich auf dem Bildschirm das kochende Badewasser, hörte mein Gebrüll und das war's dann auch schon. Was dann kam, war völlig jugendfrei. Mein Unterleib war gleich verschwunden, mein Kopf, angeschwollen wie ein Airbag beim Frontalzusammenstoß, schwebte noch ein paar Sekunden über den Wassern und war dann auch weg. Ich fühlte mich niedergeschlagen und tief gekränkt. Wenn Heinz und Hilde erst aus Alaska zurück waren, würde ich mich an ihnen rächen. Ich brauchte jetzt unbedingt frische Luft. Bevor ich aus dem Hause ging, rührte ich mir für alle Fälle noch eine Schüssel voll von dem Zauberelixier an und stellte sie in den Kühlschrank. Die Fähigkeit, mich unsichtbar zu machen, bedrückte mich. Ich hatte charakterlich gar nicht das Kaliber, so ein Doppelleben zu führen, ohne dass es mich innerlich zerriss. Ich stolperte durch die Straßen, konnte aber keinen klaren Gedanken fassen. Also ging ich wieder nach Hause. Als ich in die Küche kam, stand auf dem Tisch bestialisch stinkend und halb leer gefressen die Schüssel mit dem Elixier. Ich hörte die Kinder nebenan kichern und wusste Bescheid. Meine Tochter Bärbel und ihr Freund Eugen hatten die Pampe für Schokoladenpudding gehalten, sich daran unsichtbar gegessen und spielten jetzt Verstecken. Ich machte mich ebenfalls wieder unsichtbar, löste eine Prise Klofrei in zwei Gläsern Cola auf, schlich mich in Bärbels Zimmer und stellte die Gläser auf den Tisch. Irgendwann würden sie das Zeug schon trinken. Mein Blick fiel auf die weißen Staubkrümel auf der Tischplatte. Die Reste der Dopeline, die sie sich gelegt hatten. Kokain oder was weiß ich. Ich war erleichtert. Wenn sie sich wieder so voll geknallt hatten wie üblich, würden sie sich später an nichts mehr erinnern. Bärbel war jetzt 12 Jahre alt und ließ sich von mir überhaupt nichts mehr sagen. Die Pädagogen haben vielleicht gut reden, wenn sie sagen, dass man den Kindern Grenzen zeigen soll. Die letzte Grenze, die ich meiner Tochter gezeigt hatte, war 89 die Berliner Mauer gewesen. Die gibt es nicht mehr und die anderen Grenzen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Mit 8 Jahren war Bärbel körperlich schon voll entwickelt. Mit 10 bekam sie einen Witwenhöcker, weil ich auf ihre sexuellen Bedürfnisse nicht eingehen wollte. Daraufhin bekam ich Streit mit Hilde. Sie meinte, es wäre wieder mal typisch für mich, meine Tochter mit Liebesentzug zu bestrafen. Nun gut, plötzlich wurde es still im Zimmer und Bärbels Wäsche flog mir um die Ohren, unter anderem auch ihr T-Shirt mit dem Aufdruck "Hum fucking saves your money". Die Starttaste des Kassettenrekorders knackte und die Stimmen von Pumuckl und Meister Eder schrillten mit ungeheurer Lautstärke aus den Boxen. Damit brachten die beiden sich jedes Mal in Stimmung, wenn sie es miteinander trieben. Es waren eben doch noch Kinder. Gerührt schlich ich mich aus dem Zimmer und schloss leise die Tür. Ich machte mich wieder sichtbar, füllte mir ein Fläschchen voll von meinem Elixier ab, steckte es ein und ging auf die Straße. Ich musste dauernd aufstoßen. Irgendetwas war mir nicht bekommen. Ich nahm an, das Altöl und die Batteriesäure in meinem Magen vertrugen sich nicht mit dem Abflussreiniger. Aber dann fiel mir ein, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte. Ich ging zum Italiener, öffnete die Tür und zuckte zurück. Da saßen sie beide, Hilde und Heinz. Was sollte ich jetzt bloß tun? Ich sah nach oben. Die Front des Hauses war bis zum 8. Stock eingerüstet. Ich kletterte rauf. Unten blieben schon die Leute stehen und ein Polizist rief hinter mir her: "Sie, was machen Sie da oben? Kommen Sie da runter." Ich drehte mich nur kurz um und schrie zurück: "Ich will sterben", und kletterte weiter. Keine 5 Minuten später war die Feuerwehr schon da. Die Männer spannten das Sprungtuch auf, einer wurde auf der langen Leiter hochgekurbelt und ich schrie: "Kommen Sie ja nicht näher. Ich rede nur mit meinem Therapeuten, der sitzt unten bei Gina und frisst Pizza. Kurbelt ihn aber ja nicht hoch, der soll gefälligst klettern." Es dauerte fast 20 Minuten, bis Heinz endlich oben war. Grün im Gesicht, zitternd, klammerte er sich an die Leitersprossen. Er war nicht schwindelfrei. Ich sagte: "Na Heinz, schon zurück aus Alaska? Kalten Arsch gekriegt oder was?"
Heinz versuchte, in seinen säuselnden Therapeutenton zu reden, kriegte es aber nicht so richtig rüber und sagte, du, irgendwie kann ich dich verstehen, wenn ich so bei mir selber nachgucke, kann ich mir halt vorstellen, was das mit dir macht. Ich meine, wir können halt mal drüber reden. Heinz, sagte ich, ich will gar nicht mit dir reden, ich will dich kotzen sehen. Ich gab der Leiter einen Stoß, sie schwankte hin und her. Heinz klammerte sich mit Händen und Füßen an ihr fest und fing an zu würgen, genau wie ich es erwartet hatte. Ich sagte so, Heinz, jetzt will ich doch mal sehen, was du heute Schönes gegessen hast. Ich rüttelte wieder an der Leiter, Heinz übergab sich. Es hatte Pizza, Salami und Muschelsuppe gegeben. Ich sagte, weißt du eigentlich, Heinz, dass Muscheln auf Italienisch Kotze heißen? Inzwischen war ein Kamerateam vom Fernsehen unten angekommen. In der Menschenmenge standen Hilde, Bärbel und Eugen und schrien im Chor, spring doch, du Feigling. Ich sagte, hörst du, Heinz? Die meinen dich. Aber kümmere dich nicht drum, weißt du was? Ich zeige dir jetzt mal was von meinem Innenleben. Ich fingerte das Fläschchen mit dem Elixier aus der Tasche und nahm einen Schluck. Es wirkte sofort. Als Heinz meinen grinsenden Totenschädel sah, bevor ich ganz unsichtbar wurde, verdrehte er die Augen, ließ die Leiter los, fiel, überschlug sich und knallte unten in das aufgespannte Sprungtuch. Unsichtbar tonte ich am Gerüst runter. Heinz wurde gerade auf einer Trage festgeschnallt. Hilde kniete neben ihm mit Muschelsuppe im Haar und heulte. Bärbel und Eugen standen immer noch da und sahen zu. Ich nahm Anlauf und trat Eugen voll in die Eier. Er klappte zusammen. Als Bärbel sich weinend über ihn warf, ging ich rundum zufrieden zum Italiener. Ich hatte Hunger. Ich setzte mich zu einem der Gäste an den Tisch und aß ihm die Lammkoteletts vom Teller. Als ich mich satt gegessen hatte, holte ich mir, immer noch unsichtbar, bei Karstadt eine Fernbedienung und einen Klappstuhl, setzte mich in den Vorgarten einer Parterrewohnung. Drin saß ein älteres Ehepaar vor dem Fernseher. Gemeinsam sahen wir uns ihren selbst gedrehten Porno an. Der Film war etwas überbelichtet. Der Mann hatte Pickel auf dem Hintern, zog an den schwarzen Schnapsen seiner Frau und ließ sie ihr immer wieder auf die Schenkel klatschen. Und jedes Mal, wenn er sagte, nun komm doch endlich, du geiles Stück, stöhnte sie dankbar auf. Ich sah auf die Uhr, nahm meine Fernbedienung und drückte die Nachrichten. Der Mann im Wohnzimmer drückte natürlich sofort wieder seinen Porno rein. Das ging eine ganze Weile so hin und her. Erst ich, dann er, dann wieder ich und so weiter und so weiter. Erst als ich auf voller Lautstärke geschaltet hatte und den Ton durch das geschlossene Fenster hören konnte, hielten sich die beiden die Ohren zu und rannten schreiend aus dem Zimmer. Ich sah auf dem Bildschirm, wie Heinz auf das Sprungtuch prallte. Und als Hilde gezeigt wurde, wie sie weinend über seiner Trage zusammenbrach, ließ mich das völlig kalt. Der Sprecher sagte, während der mutmaßliche Selbstmörder spurlos verschwunden ist, hat der abgestürzte Psychologe Heinz sowieso einen schweren Schock erlitten und sich freiwillig in psychiatrische Behandlung begeben. Insgesamt gesehen war das doch schon ein schöner Erfolg. Ich wusste plötzlich, dass jetzt ein ganz neues Leben vor mir lag, dass eine Zukunft mit großen Aufgaben auf mich wartete und ich nie wieder nach Hause gehen würde.